Yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei heute wieder der wunderbarste Mensch der Welt, Jody an dieser Stelle, nicht ich. Wow. Hättest du nicht mit gerechnet, ne, dass ich das sage. Uns ist gerade gemeinsam was aufgefallen. Auf der Suche nach einer neuen Jody-Story haben wir überlegt, wartet mal, wir sind eigentlich noch nie gemeinsam bis ans Ende unserer Instagram-Profile gescrollt und haben auch noch, glaube ich, ich habe noch nie die ersten Bilder von ihr gesehen, sie noch die ersten Bilder von mir nicht. Und wir haben gerade mal so ein Feed durchgeguckt und haben uns so überlegt, okay, was wäre eine coole Jody-Story und sind dann jetzt zu diesem Format übergegangen. Wie dem auch sei, Leute, ich würde sagen, wir scrollen erstmal nach ganz unten bei mir. Ich bin gerade hier auf meinem Profil und man sieht auf jeden Fall hier schon so viele Änderungen in meinem Face, Alter. Erstmal die Haare, der Schnurrbart kommt gleich noch, da ist er, Alter. Was ist das denn für ein Bild? Warte mal hoch. Da, was ist denn mit deinem Kopf? Das hast du gemacht sogar. Aber was ist denn mit deinem Kopf? What? Nee, oder? Nochmal von vorne. What? Was ist mit diesem Bild los? Okay, warte. Macht ihr das und dann drückt mal zur Seite. Was? Hä? Das ist auf jeden Fall noch in meinem Feed. Ist ja auch egal, Leute. Darum geht es auch erstmal nicht um dieses wundersame Gruselbild. Da kümmern wir uns später drum. Jetzt wird es krank unangenehm. Jetzt gehen wir erstmal zu der Zeit zurück, wo Jody mich noch gar nicht gekannt hat. Mein allererstes Instagram-Bild mit Dena. Die Boys sind schüchtern. Du hast dein erstes Instagram-Bild ungefähr dann hochgeladen, als ich auch mein erstes Instagram-Bild... 23. Januar? Hey, das ist von der Gamescom, das ist von 2000... Guck mal, 2013 ist das Bild. Und mein erstes... Im Januar, ein halbes Jahr später, habe ich das gepostet, weil ich irgendwas posten wollte. Weil da erst Instagram ankam bei uns 2014. Hast du doch das Foto gerade so gemacht. Ja, ja, richtig, genau, genau. Und dann hast du gedacht, das ist so ein schönes Foto, das muss... Das ist hinter Halle 8 gewesen, Leute. Und ja, das ist das erste Bild mit Dena. Jetzt kommen erstmal eine Reihe Bilder mit Rotpilz, wo ich einfach dauerhaft... Dieses Gesicht. ...hässlich gucke, ich weiß nicht. Hier nochmal ein schönes Rewitz-Bild, wo wir beide so aussehen, als wären wir die fettesten Penner. Also wir sehen beide richtig fett aus. Felix hat das Dreifache vor seinem Gesicht und ich bin einfach auch... Guck dir, ich kann meine Doppelkins einfach zählen. Ich war Lion früher, Junge. Habe ich jetzt nicht mehr, ne? Hier, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie lang mein Kopf da ist. Ich habe keine Ahnung. Kein Hals. Das ist einfach nur so... Oh Gott, ich muss diese Falte hier noch wegretuschieren. Das war ein langer Hals einfach. Hier ein Bild mit Unge und Dena, da waren wir draußen das erste Mal. Da habe ich auch nicht versucht, schön zu gucken. Ey, kann das sein, dass wir uns da schon... Felix hatte das schon richtig drauf. Guck mal, Felix hatte das schon richtig drauf. Ja, Felix war schon so Model. Simon hat auch diesen einen Zahn noch so... Aber Gott, Alter. Die auch gut. Hier ein Bild von Karneval, wo ich das erste Mal versucht habe... Oh mein Gott, dieses Kostüm haben wir immer noch. Wo ich erstmal versucht habe zu lächeln. Da sieht man, wie es aussieht. So. Mutter, mache ich das richtig? Sogar die Küche von uns im Hintergrund. Dann hier das erste Mal Snowboarden. Ja. Direkt geschrieben Boarding. Ich liebe es, natürlich, klar. Erste Mal Snowboarden gefahren, habe ich direkt geliebt. 2014 hast du das erste Mal... Oh, das war ein Tag, danach war mein Geburtstag. Das wäre dann der Tag hier. Yeah. Sehr geiles Snowboard, super geil. Super geil, Meme. Super geil, super geil. Ich bin super geil. Kennst du das noch? Nein. Hey, du kennst das Super geil Song nicht mehr von Edeka? Nee, kennst du nicht? Doch, doch, Edeka. Ja, richtig. Ja. Aus Versehen beim Schlaf fotografiert. Oh Gott, Alter. Hier sieht es aus als Dead Hotel Selfie. Da fährt mir eine Bahn gegen den Kopf. Ich weiß auch nicht. Hier mit Marc, einem guten Kollegen von mir. Dann kam erstmal dieses Bild, meine Freunde. Oh mein Gott, legendär. Legendär, eine lange Zeit lang. Schiele ich auch auf dem Bild, fällt mir gerade auf. Lange Zeit lang war es mein Profilbild auf jeden Fall. Was hier einfach ein paar Bilder vom Longboard. Sunshine, hier die Caption. Da, aber wie viele Abonnenten hast on du? On the roll. 20.000 Abonnenten? 200.000 Abonnenten? Nein, da oben drüber. Das da? Auf YouTube, ja. 10. Danke, Mai 2014. 200.000 schon gehabt. Road to 4 Millionen Follower Inside. Ja, wow. Leute, irgendwann vielleicht. Und heute sind es 2 Millionen. LOL! Die gehen in meinem Feed nach unten. Folgt mir nicht mal mehr. Schade. Oh. Hat aufgehört. Oh, da mit Easy und Malte. Stimmt, stimmt. Ja, richtig. Da haben wir uns kennengelernt kurz danach. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir ein haben Jahr uns, später hier habe ich erstmal ein Foto mit Adi gepostet aus der Minecraft-Lobby. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ungespielt folgt dir jetzt. Hier ein Bild mit Kollege. Das da. Hier mein Bild vom Tomorrowland. Ganz klar geflext. Alle mich in den Kommentaren beleidigt. Wie du immer aussiehst. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist das für ein... Was immer ist denn das, Alter? Das hier ein Bild mit Evai von Manuel. Guck mal. Das ist der gleiche Tag. Rumlaufen. Da, guck mal. Guck mal. Hier ist nochmal ein Bild von... Spaß. Von Evai von mir. So, jetzt gleich... Ah, hier. Das ist ein sehr spektakuläres Video. Zieh mal die Kopfhörer auf. Ich weiß ganz genau, was wir sagen. Zieh mal auf. Das ist ein kleines hinter den Kulissen von dem letzten Kurzfilm. Da habe ich es erstmal mit Tadel gedreht. Bist du zufrieden mit dem, was wir gemacht haben? Ich habe bei denen gepennt an der Gamescom. Kurzfilmfabrik. Tadel Adi Insta Morgan. Ja. Noch Mr. Morgan. Kurzfilm gedreht. Vielleicht kennt ihr den noch. Wo wir kleines hinter den Kulissen. Wir haben zusammen in einem Raum gepennt an der Gamescom. Stimmt, der hat bei der Gamescom deinen Ja, Video ja, richtig, richtig, genau. Das ist endlich mal ein Bild, wo ich gut aussehe halbwegs damals. Für damalige Verhältnisse, hat mein Vater sogar gesagt. Denas Bild ist auf jeden Fall legendär. Kelly sieht so krank anders aus, Alter. Letzter Poker, da kannte ich dich schon. Ja? Ja, ja, ja. One Night in Paris. Das hast du mir auch geschickt. Das sind alles so Fotos, die du mir geschickt hast. Und du hast gesagt, hey, das sieht gut aus. Dann habe ich gesagt, oh, kann ich sie posten. Das habe ich dir auch geschickt, oder? Ja. Ja.
Ja. Das Bild, da waren wir zusammen auf einer Party in Aachen, Alter. Mit Tarrel, Flo, Adi, so einem random Dude. Und es war so eine verrückte Party, weil alle sich das Gesicht angemalt haben. Das erste Mal mit Debitur in den USA gewesen. Ja, stimmt. Die ist mir auch alle geschickt, die Fotos. Guck mal, kennst du das Bild noch? Weißt du, was das für ein Bild gewesen ist? Da bist du, genau. Das ist das erste Bild zusammen. Stimmt, glaube ich, oder? Schon, ja. Weißt du, was das für ein Abend gewesen ist? Da musste ich danach zur Polizei. Stimmt. Weil ich nämlich eine Anzeige wegen Fahrerflucht bekommen habe. Das ist eine Joby-Story. Das erzählen wir mal anders. Ja. Daumen hoch für diese Joby-Story. Gottes Willen, Alter. Was ist da passiert? Oh, wo waren wir da? Da bist du. Ich habe Niga getroffen. Oh, ja. Hä, wer ist das? Ist das Iblali? Das ist Iblali hier vorne. Hä, wer ist das denn? Da, Kim Kardashian. Kim Kardashian, was? Ist der mit uns los? Oh, dein Hund. Oh. Ich vermisse die so. Oh nein. Ihr Mundgeruch tötet Kinder. Dieses Bild werde ich niemals löschen, Alter. Auch wenn ich darauf wieder schiele. Nein, das sieht süß aus. Da siehst du auch gut drauf aus. Der liebste Hund der Welt, Alter. Oh Gott. Oh. Okay, kurz sentimental geworden gerade. Ja, und so langsam nähern wir uns da wieder dem altbekannten Feed an. Ich glaube, so viele Sachen sind jetzt gar nicht mehr, die so unbekannt sind. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was war das erste Bild alleine mit dir? Das würde mich nämlich jetzt mal interessieren. Da sind wir klettern gewesen mit Adi und klettern mit Adi und Tadl, genau. Das war's schon. Es war richtig, richtig spät. Da. Das oh mein ist Gott, das ich weiß sogar Bild. Noch. Das haben wir bei Simon in der Wohnung schon gewohnt. Stimmt. Und dann hast du das gemacht, das Bild. Und dann haben wir so lange gesessen und überlegt, ob wir es jetzt hochladen oder nicht, weil wir ja. So. Dass Leute. Das ist auch nochmal eine Joby-Story eigentlich, wie wir damit umgegangen sind. Stimmt. Reden. Ja, richtig. Das will ich auf meinem Kanal machen. Bei mir dann. Joby Kranke Kalussi. Geschichten auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Jody Kalussi, meine Freunde. Denn ich bin noch nie bis nach ganz unten gescrollt. Ich meine, ihr Fotogame jetzt, Leute, dermaßen heiß und dermaßen on fleek, ja. Danke. Kann man einfach mal rausballern hier an der Stelle. Wie viele Bilder hast du? 800? 830. Bitte, was, wie lange soll ich denn scrollen, Alter? Das ist alles so letztes Jahr. Och Gott. Nee, das oh ist schon Gott. Vor 2 Jahren. Oh Gott, da war Cliff gerade. Das ist einer meiner Lieblingsbilder tatsächlich. Das finde ich so schön, ja. Oh. Da, das ist das erste. Weiber, Maiber, Rekordmode, Easy Game Athletic, Iron Woman. Voll das süße Bild. Voll niedlich. Danke. Das ist wirklich schön. Hier so ein paar Artworks von dir, wo du gemalt hast. Du siehst so gorgeous aus. Das sieht so richtig gut aus. Ja, als wärst du eins. So eine ganz andere Zeit. Ja, es ist voll krass, mal diese Zeitreise zu machen. Das Bild kenne ich, glaube ich, schon. Ich habe einfach Just immer so. Hippie, Selfies Hipster, gemacht. Hashtag Jody, Hashtag Chilling in the Sun, Hashtag Das ist, Hashtag Leben, Hashtag Sommer, Sonne, Hashtag Dockel, Paradies, Acker, mein Garten. Garten. Jody, was ist denn das für ein Hashtag-Game damals gewesen? So. Schnipp, schnapp, no text. Oh, damn, heute mal special unterwegs, keine Text hier gemacht. Das sieht irgendwie so aus, als wäre dein Gesicht da drauf gefotoshoppt, siehst du das? Das ist so ein cooles Ding, das ist so nice. Ja, es war so eins der ersten Artworks. Aber schon richtig krass direkt, nicht, ne? Also nicht, ja, war richtig, richtig Selina, schön direkt. Die hat so krank viele gemalt. Und darum malt die sich gerade am Küssen sind, okay, geile Zeit gewesen damals. Gamer-Klinik hier mit Hendrik. Boah, das war so geisteskrank. Witzig. Guck mal, da siehst du auch richtig süß drauf aus. Hier bist du mit dem Pete auf einem Boot gefahren. Hä, wohin? Wir hatten so ein Netzwerktreffen. Ich war mit dem im selben Netzwerk und dann bin ich mit denen gefahren und dann war ich voll glücklich. Weil süß. Ich so, weiß nicht. Warte mal, du hast deine Augenbrauen damals rasiert. Nein, gezupft. Man rasiert Augenbrauen. Die sehen aber voll krass aus. Ja, die sehen so voll akkurat aus. Aber irgendwie auch kacke, ich weiß nicht. Ist so kurz. Ja, die war nur so. Das ist wie so ein kleiner Hitlerbart als Augenbraue halt. Ja, hier einfach mal ein paar Placements gemacht, die nicht bezahlt worden sind. Eine Ferrero Küsschen Fritz Cola haben wir auch schon gesehen, McDonald's, Burger King. Auf jeden Fall Dr. Pepper läuft auf jeden Fall bei dir. You are so sexy, okay. Da mein erstes Merch, das war mein erster Merch-Entwurf. Ich habe das nicht rausgebracht, weil es halt dann doof aussah, aber das war das erste, ja. Was ich diese Hände gezeichnet habe und dann überlegt habe, da habe ich das. Fand ich aber damals schon voll cool. Das Bild kenne ich auch. Dann wollte ich das als Merch machen, ja. Da habe ich schon Mode entworfen. Von meiner Mutter, eine Freundin, ja. die näht selber, habe ich mit der zusammen einen Pullover entworfen, den Geil. Ich hätte rausbringen können. Das war das erste Foto, das ich mit dem Fan gemacht habe. Aha. Der hat mich als erstes erkannt. Geil. Guck mal, die ersten Fanpages von mir habe ich sogar noch gepusht so, Iron und habe diese hochgeladen, weil ich so happy war. Krasse Zeit, Mann. Dann hier habe ich noch mal mehr davon hochgeladen. Da ja, oben. Ja. Oh, hier der erste Videoschnitt, guck mal. Nein. Bam, 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 bam. Aber schon sehr stabil geschnitten, muss man sagen. Ne? Schon mal High Quality gewesen. Sollen wir mal hochscrollen, wo das erste Bild mit mir ist? Ja, wo ist das denn? Dein Papa. Papa. Okay. Guck, da. Das hast du mir, als wir uns kennengelernt haben, bei den Videos. Und das habe ich letztens noch gefunden. Das war oh nämlich mein immer Gott, die ganze das hast du Zeit. Noch, ne? Das habe ich dir letztens gezeigt. Das habe ich ihr auf diesem Event gegeben. Das hast du mir auf dem ein Autogramm habe ich ihr gegeben. Ja, oh ein mein Autogramm. Gott. Also du hast einfach gesagt, hier, nimm das so, weil du dich so cool fühlen wolltest. Mm. Und guck mal, da habe ich mich das erste Mal auf dieser Brücke gefunden. Das fand ich immer so krass. Boah, da sind so viele Sachen von mir. Da steht so viel Beleidigendes auch. Ja. Ist das Dena? Ja, das ist Dena. Da habe ich noch bei Cheap One gearbeitet. Stimmt. Und dann haben wir Fotoshooting gemacht. Da hat Cheng Dena fotografiert, was auch so eine
schockierende Situation Kacke? Ist. Nein. Ah, Teig. Ist noch kein Bild mit mir hier, ne? Nein, das ist wir Wahnsinn. Haben richtig spät gepostet erst. Da war ich immer noch Fitnessstudio mit Rob. Stimmt. Da ist es. Ja, Baby Belly. Und das ist auch einer meiner Lieblingsstudios. Ich finde, wir sehen beide so cool da drauf. Außer wenn du dein Gesicht nicht so ganz so verziehen würdest. Aber wir haben so einen coolen Stil da drauf. Ja. Das Bild habe ich eben auch gepostet. Ja. Ganz ehrlich, Alter, ich will, dass Adi die Haare wieder so macht. Das sah so cool aus bei ihm. Das sah so geil aus, Mann. Bei T sah das auch ganz cool aus. Mary sieht halt ein bisschen seltsam gerade da aus, ne? Sieht gar nicht aus wie Das jetzt. Sieht gar nicht das aus wie Mary einfach. Ja. Geisteskranke Zeit. Aber guck mal, Leute. Nur ein Foto mit dir und dann erstmal gar nicht. Und dann hier, da wo ich im Hintergrund so. Hallo? Ich bin auch da. Hier, guck mal mit KSI. Und Dan ist not on fire. Oh mein Gott, was für eine Zeit. Stimmt. Gamescom damals. Hier ist nochmal ein wunderschönes Bild von uns. In Amsterdam, glaube ich sogar. Das sieht nämlich so aus, als wären wir dann in Amsterdam gewesen. Mit Annika und Melina in Amsterdam. Verrückte Zeit, Alter. Ohne Witz. Ey, Leute. So viel auf jeden Fall zu unseren alten Instagram-Bildern. Ich weiß gar nicht genau, wie dieses Video auch zustande kommt. Ich helfe mal. Es ist halbwegs lustig für euch gewesen. Ich glaube, wir haben jetzt gar nicht so sehr mit euch geredet, als eigentlich mit uns selber. Aber wir haben es einfach mal aufgenommen. Vielleicht wird es ganz cool. Leute, schaut auf jeden Fall bei unseren Instagram vorbei, lasst uns ein Follow da und abonniert die wunderschöne Jordi Calussi. Macht's gut, haut da rein. Tschüss. Ciao.